Herzlich willkommen bei Freifunk. Ich möchte euch mal vorstellen, das ist Peter und Daniel. Hallo zusammen. Hallo Daniel. Und wir erzählen euch mal heute die Geschichte, was wir so in, wie viele Jahre sind es jetzt? 2014? Ja, bei mir aber erst 2015. Also drei Jahre. Wir haben seit 2014 Erfahrung bei Freifunk und das war eine ziemlich verrückte Geschichte. Und ich fange einfach mal an. Es gibt eine Motivation und ich hatte ein Grundproblem. Also ich erzähle euch mal meine Geschichte, wie ich dazugekommen bin. Das war ziemlich abgefahren. Ich wollte einfach überall Internet haben und wollte meine Flatrate damals 2014, das war noch richtig teuer und ich glaube, es gab nur UMTS im ersten Stadion, der Rest war zu teuer. Und ich habe erkannt und mit Nachbarn gesprochen, die wollten auch WLAN haben, freies, also irgendeine Art vom Internet. Und ich bin damals in eine Genossenschaft eingezogen und habe richtig viel Geld in die Hand genommen und wollte was bauen. Und das ist dann relativ politisch geworden. Ich habe erkannt, mein Gott, das Recht auf Kommunikation und Information ist doch so alt wie die Zeitung hier. Also früher wurde gelesen, heute guckt man ins Handy. Das Transportmedium hat sich geändert und mehr war es doch einfach nicht. Ja. Genau. Und die krasse Geschichte ist, wenn du kein WLAN hast und kein Internet, dann kriegst du ziemlich schnell richtig Probleme. Ja? Also die Kinder zu Hause zerstören deinen Laptop, nur weil du kein WLAN hast. Und in der Stadt hast du Haufen Stationen, wo du keine Wi-Fi-Zone hast. Mein Gott, so sah die Wahrheit 2013, 2014 noch aus. Die Lösung war aber beschissen. Ich kannte Freifunk nicht und ich habe was gesucht auf dem Markt und das Ding habe ich echt gebaut. Ich habe einen Raspberry Pi genommen, habe einen Stick reingeschoben. Der hat dann einfach mal ein bisschen Tor gemacht und ich konnte surfen, ohne eine Abmahnung zu kriegen. Mir hat aber keiner erzählt, dass das totale Grütze ist. Weil stellt euch mal vor, denkst du, ich weiß, dass dieser kleine Chipsatz, der da drin ist, nur 5 Clients verkraftet und wenn du mit mehr als 5 Clients surfst, dann musst du die Kiste booten, dann hängt der Treiber im undefinierten Zustand. Hast du den mitgebracht, den kleinen? Das wäre schön. Da hätten wir mal uns das schön ausprobieren können. Also es ist Freifunk für Arme, aber die Idee ist super. Mein Gott, und Freifunk ist nichts anderes als ein VPN-Tunnel, ein bisschen größer Raspberry Pi und ein Router, der es ein bisschen besser kann. Aber ich habe meine Motivation erkannt. Und das war mir eigentlich relativ wichtig. Ich habe gedacht, ich frage einfach mal Leute, die sich auskennen und habe mal kurz ein bisschen rumgeschaut und habe in München eine Truppe gefunden. Und schaut euch mal diesen geilen Tweet an. 2014 gab es doch wirklich eine tolle Truppe in München und die haben es geschafft, die haben es zum Laufen bekommen. Wir hatten 16 Nodes und damals hatten wir noch mehr Nodes als Clients und das ging noch ziemlich lange so. Und es gab ein Gateway und es waren 11 Leute, ich glaube, das waren alle, die damals waren nicht da waren. Das waren die, die da waren. Und es hat funktioniert und der Uplink war auch okay, das hat schon gepasst. Aber die Motivation ist das, über das ich sprechen will. Und wenn ich euch Tipps geben kann, wenn ihr eine Community bauen wollt, es geht nur über den Spaßfaktor und es geht absolut nur über die Motivation. Weil dann gibt es Leute, die können was, was ihr nicht könnt und die braucht ihr, damit es was wird. Plötzlich gab es Leute, die haben angefangen, Anleitungen zu schreiben. Stellt euch vor, es gibt Leute, die machen minutiös Fotos und die fangen dann plötzlich an, im Wiki richtig coole Anleitungen zu schreiben. Und kennt ihr irgendwelche ITler, die gerne schreiben und dokumentieren? Das ist doch ein Hass, ja, oder? Einen kenne ich jetzt, der ist bei uns. Der ist bei uns, den haben wir rekrutiert, der schreibt für ganz Deutschland. Ja, der Karl, der kommt immer und sagt, du, ich habe jetzt 3 Stunden Zeit, hätte 70 Fragen, kannst du dich mit mir mal hinsetzen? Und er hat keine Ahnung von der Technik, aber er schreibt alles auf. Und er schreibt es richtig gut, der macht dich nackig, ja? Also schweißgebadet gehen wir dann meistens raus und die Wiki-Doku ist echt super. Also wenn ihr mal eine Wiki-Doku sehen will, Karl, du bist auch Zeuge? Karl ist... Der hängt dran. Ja, genau, ja. Du, der wegguckt. Genau. Dann geht's weiter. Dann haben wir gedacht, die Leute haben keine Ahnung zum Flashen. Dann haben wir Flash-Partys gemacht. Ihr glaubt's nicht. Wir haben den Markt leer gekauft, damit wir Router von einer bestimmten Firmware haben. Und haben dann in irgendwelchen Gaststätten Router geflasht. Ja? Hey, und das hat auch Spaß gemacht. Ja, das Bild kannte ich nicht. Das ist super schön. Der Ole hat sie gekauft, oder? 100 der Stück? Ole hat sie gekauft. Der ist in Vorleistung gegangen. Der hat einfach mal das Geld auf den Tisch gehauen. Und dann haben wir da Router geflasht und die haben wir dann auf Volksfesten verkauft, ja. Dann gab es andere Leute, also wenn ihr eine Community macht, guckt Leute, die Spaß macht. Wir hatten Grafiker, die haben dann plötzlich angefangen, T-Shirts zu bedrucken und zu bauen. Also die kann man jetzt bei einem namhaften Hersteller im Internet einfach mal googeln und einfach mal bestellen. Und das bringt, das ist auch so ein Top, was ich euch mal sagen will, man muss so ein bisschen Community-Feeling bringen. Ne, so ein T-Shirt von Freifunk, so ein T-Shirt von dem Kongress, das schweißt zusammen und das sind eigentlich die Benefits, über die man auch denken muss. Und dann kam was Komisches. Plötzlich gab es die Flüchtlinge bei uns. Und plötzlich war ein Bedarf an freien WLAN da, das kannten wir gar nicht.
wir haben dann innerhalb von wenigen Monaten richtig viele Router gebaut und richtig viele Flüchtlingsheime installiert. Und dann kam unser größtes Problem, der Erfolg. Ihr könnt euch noch an die Folie von vorn erinnern. Ja, genau. 14 Nodes hat man noch im Griff, aber jetzt haben wir ungefähr 1700 bis 2000. Wir haben im Moment fast 3.000 bis 4.000 Clients online und das ist ein Flop. Wenn die Community schneller wächst, und das ist bei Open Source Community so eine Sache, als du die Technik im Griff hast, dann stehst du heute da, wo wir stehen, ja? Und uns geht der Arsch regelmäßig auf Grundeis. Und ich bin dazugekommen, als es 1000 waren, weil ich genau einer von denen war, die gesehen haben, dass es das gibt. Das ist super, da gehe ich auch hin. Dann bin ich halt einmal dazugekommen zum Treffen. Ab dann war ich halt auch dabei. Und da war es dann noch so, da hatten wir dann wirklich Dutzende, zig Leute in so einem Treffen und wir kamen gar nicht hinterher. Also einfach neue Router zu flashen, den Leuten zu zeigen, wie es geht, haben Infoabende gemacht. Also und am Infoabend hat man gut. Nicht genügend Router dabei. Wir haben immer so 10, 20 gehabt, die haben dann gleich verkauft, fertig geflasht zum Einsatz. Ja, und jetzt mal für euch, Flops, ja, skalieren, Wachstum ist manchmal wie so ein Krebsgeschwür, da muss man was tun, sonst tut's weh. Dann gibt's halt Leute, die kann man anders motivieren. Wir reden mal über Motivation, wir haben dann plötzlich SPD-Politiker gefunden, Piratenpartei, CSUs in Bayern, ein bisschen mit Freifunk auf Kriegsfuß. Und dann haben wir eine neue Dimension gehabt, die politische, ja. Und das muss man erstmal verkraften. Dann haben wir Freifunk weiter ausgebaut und dann kam der Gegenwind von einer ganz anderen Ecke. Also das war ja abgefahren. Plötzlich haben wir rumlungernde Jugendliche gehabt, die abends gröhlend YouTube gehört haben und plötzlich war Freifunk nicht mehr so hip. Nee, stimmt. Ich weiß auch noch, ich habe auch die Mails gesehen, also kommen gleich welche, ne? Ja, so Beispiele. Ja, richtig. Also jeder Freifunkverein hat plötzlich ein Problem, wenn irgendwo eine öffentliche Fläche ist, dass da Leute emotional telefonieren, laut YouTube hören und wir müssen das Freifunk temporär abschalten, kam die Forderung und plötzlich haben wir ein Problem zwischen sozialem Freifunk und technischem Freifunk. Also, Jungs, stellt euch da auf was ein. Ich habe ein paar Fälle gehabt, da kam ein Mieter zu mir und hat gesagt, du stell dir mal vor, mein Vermieter hat mir ein Schreiben geschickt, wenn ich es nicht abstelle, wäre ich wegen Ruhestörung plötzlich gekündigt. Genau, weil vor der Tür draußen standen sie am Fenster. Ja. Genau, und irgendjemand hat an die Hauswand gepinkelt, also plötzlich, Tops und Flops, da müssen wir auch drüber reden. WLAN überall verfügbar ist ein Problem, wenn es nur eine Stelle ist, wo es WLAN gibt, ja. Wir haben es dann gelöst, dass wir in den umliegenden Ecken auch noch WLAN installiert haben und plötzlich hat sich das da entspannt auf mehrere Ecken. Also, nachts kein WLAN ist kein Scherz, das hat jede Freifunk-Community und wenn ihr eine baut, denkt dran, Freifunk ist offen und da geht alles und es geht rund um die Uhr, 7x24 Stunden. Aber lasst uns mal über schöne Sachen reden. München war eine total krasse Geschichte, die Flüchtlinge kamen und wir hatten Leute gehabt, die haben es auch tatsächlich geschafft, innerhalb von 24 Stunden den kompletten Münchner Hauptbahnhof mit Freifunk zu versorgen. Den Uplink hat irgendeine Privatperson noch gesponsert und das war eine ziemlich emotionale Kiste. Die Presse war da, die Leute waren da, Freifunk war plötzlich wieder positiv in allen Ohren. Ja. Und das hat uns auch Spaß gemacht und motiviert. Und wie das so aussieht, ne, wenn die Flüchtlinge 5 Meter weiter gehen, dann kriegen die plötzlich in München Refugees Welcome, kriegen die SSID vom Freifunk. Und wir haben auch gleich gespürt, das ist eine emotionale Kiste. Wir haben da nicht nur WLAN, sondern wir haben Kommunikation, wir haben Familien wieder zusammengebracht. Und ich bin der Meinung, was Gutes zu tun, was Gutes zu bewirken, ist das, was ich euch auch nahelegen kann. Das ist das, was die meisten Leute antreibt. Nicht die Technik und die Spielerei und Lego für Erwachsene. Es ist eher was Großes zu bewirken. Aber wo groß? Man kann es übertreiben. Wenn das Netz schon so langsam ist, dann macht man auch noch Volksfeste. Dann tut man komplette Volksfeste mit WLAN verkabeln wie der Corso Leopold. Das ist in München kompletter Straßenzug. Den haben wir mit WLAN verkabelt. Wir haben direkt einen Backbone-Anschluss gekriegt von der Universität und... Ja, eine Richtfunkstrecke haben wir gehabt zur Uni und die dann weiterverteilt über die Hotspots. Also, das war gut. Keine Sau hat es gebraucht, wir haben es gemacht, weil wir es können. Genau. Und es hat Spaß gemacht. Dann gibt es so verrückte... Aber wir hatten hunderte Leute, die wollten dann wissen, was ist das, wie funktioniert das, kann ich das auch machen? Also, es hat schon seinen Sinn gehabt auf dem Corso. Ja, und wir wollen ja über Tops und Flops reden. Ja. Und wir hatten Leute gehabt, da müsst ihr euch dran denken, wenn ihr so einen Messestand habt, dann kommen plötzlich Esoteriker und die reden über WLAN-Strahlung, ja? Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nee, das genau. Wirklich nicht. Und über Sonneneruption und dann, also wir wollen euch mal nur darauf vorbereiten, was kam. Dann kam politische, die AfD kam und sagt, WLAN ist nicht für alle.
Da haben wir gesagt, das ist WLAN, das kann jeder nutzen, das ist uns scheißegal. Das machen wir jetzt auch nicht auf. Genau, dann gehen wir weiter. Also, Tops und Flops, müssen wir auch mal sagen, da waren wir rhetorisch, mussten wir uns da ein bisschen drauf einrichten. Dann kam Messen. Also wir haben große Messen wie Make Munich gemacht, wo ein paar tausend Leute sind. Und wir haben die Messe haben wir dann einfach mal mit WLAN versorgt. Und in einer Messehalle WLAN zu bauen, also das ist so eine Kategorie wie hier, naja, da kann man auch viel lernen. Ja, da haben wir auch dann noch am Nachmittag umgestellt auf 5 GHz, weil das nicht ging. Es war ungefähr die Erfahrung wie letztes Jahr hier. Also wie 102,4 GHz Netze und wir dazwischen, das ging gar nicht. Also alles dann umgestellt, dann ging es wieder. Genau. Ja, also es war eine Lernerfahrung. Und die krasseste Geschichte, die wir immer wieder lernen mussten, ist, wer schreibt, der bleibt. Also hier ein großes Lob an Karls, so nennt er sich. Das ist unser pedantischer Wikipedia-Schreiber und die Leute, die es dann dokumentieren und richtig aufschreiben können, also die kann man echt an der Hand abzählen, da gibt es leider nicht so viel. Ja, einer der Flops war, dass er lange keinen Admin-Zugang hatte, obwohl er am meisten geschrieben hat. Der konnte sich nicht kümmern, nicht ernsthaft. Das war richtig schwierig. Unser Admin-Problem. So die alten Stücke. Ja, genau. Und wenn wir mal über Erfolge reden wollen und nicht nur über Flops, da gibt es dann komische Randerscheinungen. Also wir haben in München einen Rechenzentrum-Provider, der hat uns gesponsert. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben da einen Gigabit-Uplink, der pustet ordentlich durch und wir lieben es. Und dann gibt es noch so Randerscheinungen wie, der hat auch zufällig dann noch gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt auf EU-Ebene und auch noch Recht bekommen. Also wenn ihr wissen wollt, wer dafür verantwortlich ist, dass die Vorratsspeicherung auf EU-Ebene noch geklärt wurde oder ständig in Diskussion ist, da hängen solche Leute, die bei Freifunk arbeiten und bestimmte Sponsoren sind auch mit drin. Dann gibt es andere richtig coole Leute wie der Tobias. Der Tobias hat in Gauting die komplette Stadt mit Freifunk verkabelt. Geile Nummer. Ja, das sind glaube ich so 160 Nodes. Also er ist in jeden Laden gegangen, jeden Shop, Bahnhof, überall, alles aufgehängt, alles vermescht miteinander. Ist auf der Karte zu sehen, ist live. Wir meschen ein bisschen weniger gerade wegen der 841er, die mögen das nicht so gerne, die Last beim Meschen. Aber wir haben den ganzen Straßenzug, also ganz Gauting ist eigentlich so durchvernetzt. Ich kann da laufen und habe freies Freifunk. Also ihr habt noch im Hinterkopf unser Grundproblem mit den steigenden Nodes, ja, also wir... Die Expansion kriegen wir immerhin und unser grundlegendes Krebsgeschwür haben wir immer noch nicht gebacken gekriegt. Aber der Tobias hat noch eine andere Geschichte hinbekommen. Der hat auch vom Europäischen Gerichtshof geklagt. Der hat eine Abmahnung von Sony gekriegt, ich glaube zum Thema Filesharing. Müsst ihr nochmal genau nachlesen. Und dann ging es weiter. Dann hat er eine Gegenklage gemacht und was dann auch immer rauskam, zumindest die Abmahnindustrie hat jetzt ein grundlegendes Urteil vom Europäischen Gerichtshof auch noch zu beachten. Wenn wir über Motivation reden, das ist der einzige Motor, wo ihr eine Community richtig hochtreiben könnt. Ja, also ich habe hier mal andere Beispiele genommen. Also meistens, was bei uns funktioniert, sind die Treffen. Wenn ihr Gleichgesinnte trefft, die einfach mal mit der Technik irgendwas zu tun habt. Oder wenn ihr Gleichgesinnte trefft, die beim Biertalk zu Hause die Familie nicht nerven wollen, wenn es über Debian, Grundinstallation oder irgendwas geht. Man sollte sich schon irgendwo... jemanden suchen, den man nicht nervt und da sind solche Communities genau der richtige Punkt. Wir kriegen es einmal im Monat hin und dann müssen wir uns echt zusammenreißen. Ja, wir haben ja schon mal zwischendurch was probiert. Wir treffen uns immer im CCC in München und jetzt haben wir zwischendurch nochmal probiert in der Kneipe, im 404, auch gut, mit eigenen Räumen. Passt auch ganz gut, aber so die Regelmäßigkeit, es liegt wieder daran, wer ist wirklich dabei, wer bleibt dabei, wie viel sind wir am Ende, ja, wenn wir dann mit 10, 15 im Kernteam aktiv sind, ist das nicht so ganz so einfach. Und die Kinder kommen immer dazwischen. Und es ist freiwillig. Der Spaß muss Spaß bleiben und derjenige darf nicht absaufen. Also das ist immer eine Grundentscheidung. Wenn man mal weiterschaut und ich hier mal kurz drücke und zack, Pressearbeit ist auch so ein Thema. Wer schreibt schon gerne Presseartikel? Mein Gott, wir haben 10, 20, 30 Pressemitteilungen geschickt. Wir wurden interviewt von einigen. Manche Leute haben auch eine Motivation. Wenn man dann mit dem Bürgermeister spricht und auf dem Foto ist, dann muss man auch Leute haben, die aufs Foto wollen. Also wenn ihr eine Community bildet, sucht mal ein paar Leute raus, denen das Spaß macht. Sucht euch so jemand wie Daniel, der geht dann gerne aufs Foto. Oder Peter, genau. Also es gibt Communities, die kriegen es ganz gut hin und ihr müsst die Beweggründe von eurer Community finden und rausbekommen, wo die am meisten Spaß haben. Wenn ich euch Tipps geben kann,
Also ich liebe Rituale. Wir fangen jedes Treffen, wenn es klappt, an. Wir spielen die Lisa. Das ist dieses Freifunkvideo, was Asbach uralt ist. Das ist Kult. Das rockt bei uns einfach mal 3 Minuten durch. Das spielen wir knallhart um 20 Uhr. Dann kommen die Leute erstmal zur Ruhe. Und wenn, manchmal sind es 5 Leute da. Wir hatten aber auch schon 50. Das kriegt man vorher nicht raus. Der nächste Tipp, was ein Top ist bei uns, ist, fragt die Leute gleich danach, wer welche Fragen hat. Schreibt euch einen Namen, ein Synonym auf, weil da sind bestimmt Leute gekommen, die wollen nicht 2 Stunden warten und sich unser Geschwätz anhören. Die wollen dann irgendwann zeitnah ihre Fragen haben. Meistens sind es erfahrungsgemäß unter 10. Nehmt euch die Namen, nehmt euch die Zeit, schreibt euch die 10 Leute auf und macht es gleich im Anschluss. Danach machen wir mal den allgemeinen Talk. Was ist Freifunk? Was ist Störerhaftung? Und mit diesem Käse haben wir uns zu lange aufgehalten. Also wir haben die Erfahrung gemacht, danach kommen die Admins und die Techies, ja, die schauen auch schon mit den Füßen und die wollen endlich ihr Zeug loswerden. Wir haben jetzt einen harten Cut. Wir machen bis 20.15 Uhr die allgemeine Einweisung, wer braucht einen Router, wer muss wissen, wie es funktioniert. Und danach ist zick. Die allgemeine Geschichte können wir dann auch unter 4 Augen klären, da gibt es immer jemand, der das erklären kann. Danach gehen wir gleich an technische Fragen. Was müsst ihr erklären? Wir haben festgestellt, wenn wir eine Community haben, wir müssen erklären, was ist die Störerhaftung, was ist ein VPN, was ist eine Umlenkung. Und ganz wichtig, man muss erklären, dass Freifunk fair bleiben muss. Ja? Illegale Downloads, Abmahnungen, Anonymität, das sind alles so Sachen, die sind nicht so hundertprozentig gegeben im Freifunk. Und das ist nicht das Portal dafür und das wollen wir auch gar nicht, da stehen wir dagegen. Und dann haben wir natürlich gleich das Thema Mitmachen. Tja, Motivation und Spaß. Und jetzt habt ihr ganz verschiedene Leute. Ihr habt Techniker, ihr habt Juristen, ihr habt Leute, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Kreative. Scheibe, alles, ja. Leute, die stricken. Genau. Und die einfach mal fragen, was los ist. Und wir müssen sagen, zurzeit sind es die Admins, die uns ein Problem machen. Ja, wir brauchen Leute, die wirklich sich kümmern um Firmware-Updates. Wir sind hinterher in München. Ich würde sagen, nicht hoffnungslos, aber wir sind einfach hinterher. Wir haben parallele Zweige, wo schon sich Leute darum kümmern, nochmal ein Bild zu bauen, aber es ist dann nicht auf den Webseiten sichtbar. Wir haben im Backend ein Problem gehabt. Jetzt haben wir endlich eigentlich mit neuer Hardware angefangen, einen Cluster zu bauen. Wir richten alles neu ein. Das ist halt viel Arbeit. Da suchen wir einfach Mitstreiter. Es ist jetzt momentan wirklich anstrengend. Genau. Ja. Wir haben hier mal ein Bild, wenn wir die steigenden Userzahlen von Freifunk allgemein nehmen, das ist genau das Problem. Und ich komme wieder hier oben auf die Zahl zurück. Ab 1500 Nodes ist so ein Netz rein theoretisch tot. Ja? Das liegt einfach an der Infrastruktur von Batman. Und ihr müsst euch mal schauen, das ist unsere Installation, die wir haben. Und die Installation ist einfach so, wie sie ist am Ende. Und wenn wir jetzt was tun wollen, dann müssen wir komplett neu anfangen. Was wir getan haben, wir haben das gleiche wie jede Community gemacht. Wir haben gesagt, Batman ist so geil und Batman ist am Ende. Wir warten noch einfach mal, bis Babel kommt. Seit zwei Jahren warten wir, dass irgendeine Community, die so groß ist und Babel so richtig zum Laufen kriegt. Wir haben gestern festgelegt in unserem Protokoll, wir warten nicht auf Babel. Das machen wir nicht. Wir werden segmentieren, wir werden weitergehen. Ihr müsst mit den Leuten kommunizieren. Unser Tipp. Wir haben mit IRC angefangen. Machst du einen Rechner aus, ist alles weg. Ja? Wir haben einen Tipp. Ja, ich empfehle euch, nutzt Chatprogramme wie MetaMost. Ja? Wir haben hier MetaMost kostenlos installiert, kannst du auf dem Handy laufen lassen und die ganze Kommunikation bleibt drin. Also mein Tipp an euch. Ich habe gestern geschaut, so 275 sind drin registriert. Also das ist schon viel mehr als der Kern mit den 15. Aber es sind so viel mehr, die wir auch erreichen. Also das ist immer ein guter Punkt. Ich habe auch heute wieder viele hingeschickt. Macht da einfach mit, meldet euch an, geht in die einzelnen Bereiche rein. Also das ist für uns ein großer Schritt nach vorn gewesen. Man fängt immer mit einer Mailingliste an, aber schaut euch mal die Mailingliste an, das ist nicht böse gemeint, aber wenn Leute uns schreiben und es kann nicht sein, dass du innerhalb von einem Jahr 3400 ungelesene Mails hast, ja, das kriegst du einfach nicht mehr gebacken. Also, das ist ein Problem bei uns. Chat ist jedenfalls schneller. Du kannst dich freuen, wenn der Peter zum Beispiel so ein Problem am gleichen Tag noch fixt, wo man sagt, hier hat jemand Probleme mit Freifunk, der kriegt relativ schnell eine Antwort. Aber dann kommen verschiedene Themen und du kriegst diesen Stream endlich kaum noch gebacken. Also bei uns schießen Mails rein. Naja, das ist halt so.
Und wenn du dir mal einfach nur so einen Tag anschaust, ja, es kommen Richtfunkstreckenfragen, es kommen technische Fragen, es kommen Genehmigungen, es kommen Flüchtlingsheime. Also du musst diesen Prozess irgendwie kanalisiert gehen. Und Mail ist es nicht. Wir haben nichts Besseres. Metamos ist gut. Ja, trotzdem, da sind wir nicht gut. Ja, da müssen wir besser werden. Ja. Wenn ich euch einen absoluten Tipp geben kann, was richtig gut funktioniert, wir machen mittlerweile Meetups. Wir werden von irgendwelchen Firmen zu Häppchen eingeladen und die sagen, dieser ganze kommerzielle Scheiß, da muss man auch eine wohltätige Organisation dazu. Ich will es jetzt nicht so, so krass formulieren. Aber es war schön. Es gab Häppchen, es gab Bier, es hat Spaß gemacht. Also, wenn ihr eine Community bilden wollt, tut in eurer Stadt das bei Meetup mit einem anmelden. Ja, fast jedes Meetup freut sich über einen Gastvortrag von Freifunk. Ja. So würde ich es mal sagen. Freifunk kommt immer gut an. Ja. Und ich habe noch gut 4 Minuten. Dann schauen wir mal. Was wir festgestellt haben, ist, kopiert andere Communities. Die machen es gut. Also wir haben festgestellt, Debian ist die Sprache, die gesprochen wird bei Freifunk. Das heißt, wenn ihr fertige Sachen haben wollt, wir hatten eine Grundsatzdiskussion zwischen Ubuntu und Debian. Debian kannst du am meisten kopieren. Also es gibt tolle Sachen. Barbarossa habe ich kennengelernt. Der hat seine Arbeit drüber geschrieben, also mit Debian kommst du mehr. Ansible, vollautomatisiert, die Sachen per Knopfdruck aufsetzen, ist alles schon fertig. Ja, du musst es nur noch leicht modifizieren. Also das ist unsere Strategie für 2019. Wer schreibt, der bleibt. Nutzt dein Pad. Ja, wir haben hier ein Pad genommen, da schreiben wir rein, der Nächste kommentiert. Du musst alles aufschreiben, weil danach gibt es ein paar Bier und danach ist es weg. Ja, und nach 2-3 Monaten ist es weg. Grundsatzdiskussion muss sich einstellen. Geht es weiter mit OpenEWRT oder Latch? Oder jetzt ist es wieder eins, ja. Warten wir auf Babel oder nicht? Warten ist immer scheiße, ja. Machen ist immer super. Sucht euch Sponsoren, die euch einen fetten Uplink geben und die ihr ganze Abmahngeschichte noch abnehmen. Wir haben mit NixOS angefangen. Also ich liebe es, als ich kapiert habe, was NixOS ist. Es war gut, aber wir hatten ein Problem damit. Es war zu gut. Es kannte keiner. Ja, also 2-3 Leute kannten sich damit aus und die sind so hoffnungslos überlastet gewesen. Geiles Betriebssystem. Sind hier auch Leute, aber du musst dich entscheiden. Ist es gut oder kannst du es handeln? Dann haben wir uns verliebt in CentOS und OWIRT. Dann haben wir es installiert als Virtualisierungssache und war lustig. Jetzt war das Mikro aus, oder? Naja, nee, haben wir gemacht. War auch okay, aber wir sind nochmal umgestiegen. Ja, wir haben es einfach nicht gehandelt gekriegt. Und aktuell kann ich euch sagen, wir sind bei Proxmox hängen geblieben. Also Proxmox ist eine richtig schöne Geschichte. Wir versuchen es jetzt mal, das ist Open Source, da kann man einen Supportvertrag sich kaufen. Mein Gott, wir probieren es. Also wer Lust auf Spielen hat und eine Community bilden will, ich hoffe, ihr habt noch ein paar Fragen. Ansonsten war es erstmal ein Crashkurs, was bei uns so lief. Wo drückt bei euch der Schuh? Wir haben noch 2-3 Minuten Zeit für Fragen. Also, danke euch. Alle glücklich? Ich glaube, der ganze Vortrag kommt online, aber du kannst ja auch das Thema kriegen. Du kannst uns auf jeden Fall anschreiben. Welche Freifunk-Community bist du? War nicht zu hören, ja. Ah, aber wo gehörst du dazu? Es gibt noch keine in Zürich. Ah, Zürich, hey, das wäre mal schön, ja. Also ich kann euch empfehlen, wir haben viel nachgeschaut, wenn ihr Positivbeispiele haben wollt, Paderborn mit der kleinen, mit dem Fork von Paderborn ist ziemlich weit, das hat mir gefallen. Die Jungs von Braunschweig haben wir kennengelernt, die haben so ein vollautomatisiertes Testing gemacht, abgefahren. Das sind so die Vorbilder. Und wir sind einfach nur groß und haben Spaß, oder? Ja. Gut. Sonst noch Fragen? Dann sage ich vielen Dank und gründet eine Community. Ciao. Ciao.